So, ihr Lieben, aufregend. Sommerferien-Vlog Nummer 2. Ich muss mal gucken, ob mir das hier mit dem Licht gefällt. Also eigentlich müsste die Kamera hier stellen. Ist mir egal. Ach, es ist Dienstagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr. Bin seit 6 Uhr wach. Es war eine aufregende Nacht. Die erste Nacht mit Mietz. Na, hallo? Jetzt ist er auf dem Schreibtisch. Großes Kino. Eigentlich soll es nicht auf dem Schreibtisch, aber es ist nichts drauf, was außer Papierkram, was sie bespaßen kann. Wir haben die Wohnung relativ katzensicher gemacht. So, erste Nacht aufregend. Wir haben beschlossen, dass die Katze mit ins Bett darf. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Vor allem, solange sie allein ist und quasi noch auf ihre Spielgefährtin wartet. Da ist der Schwanz. Ja, sehr alleine. Und war aber spannend. Also sie hat sich sofort bei uns eingelebt. Innerhalb von 5 Minuten hat sie geschnurrt, wenn sie uns gesehen hat. Und miaut, wenn sie uns nicht gesehen hat. Dementsprechend muss man sie immer rufen, dass sie uns findet. Und ja, ganz viel Spaß. Und ist natürlich eine Gewöhnungsfrage, noch eine weitere Person im Bett zu haben. Und ich bin nur ein klein wenig abgelenkt. Ja. Vor allem, also meistens hat sie bei mir am Bauch geschlafen, aber manchmal hat sie dann schon ihren Milchtritt gemacht auf meine Brust. Oder sie hat mit den Füßen gespielt. Mit den Füßen darf sie nicht spielen, haben wir auch gleich gesagt. Wir fahren eine Linie und es wird also immer Nein oder Au gesagt oder Au und Nein. Es war eine anstrengende Nacht. So, eigentlich wollte ich ja heute einen kleinen Marathon machen. Ich muss unbedingt wieder lesen. Ich habe seit 1,5 Wochen nicht gelesen. Es fehlt mir auch ein bisschen, aber dadurch, dass ich in der letzten Schulwoche mit Spatzelhase die Wohnung katzensicher gemacht habe und geputzt habe und alles gekauft habe, was man für eine Katze so braucht, hat natürlich ein bisschen die Zeit gefehlt. Dafür habe ich jetzt eine Picobello aufgeräumte und die klatterte Wohnung, und zwar quasi noch vor den Sommerferien, was auch ganz nett ist. Ja, ich weiß nicht, ob es heute ein Marathon wird. Vielleicht mache ich einfach einen Ferienlesevlog und filme vielleicht so 2-3 Tage. Ich würde euch auf jeden Fall gern mal wieder ein bisschen in meine Leseabenteuer mitnehmen. Aber A, bin ich müde und B, bin ich a little bit abgelenkt. Von der Mietz, die jetzt auf dem Fensterbrett sitzt. Ja. Da ist die Katze. Ja. Und den Müllautos hinterher schaut. Die Pflanzen sind übrigens katzensicher. Die Orchidee ist unecht. Wir haben uns bei Ikea eine unechte Orchidee gekauft. Ja, wir mussten uns, ich musste mich von meinen Benjamin Fikussen, Fiki trennen und von der Monster. Naja, es war ein bisschen dramatisch diese Woche. Und ich quatsche jetzt gar nicht länger rum. Ich, ich nehme mir mal ein Buch. Die Katze lenkt mich super. Die ist so klein und süß. Sie ist auch so klein. Wir wollten sie eigentlich heute früh wiegen. Wir hatten uns überlegt, einmal die Woche uns, die Hasen und die Katze, / Katzen zu wiegen. Allerdings haben wir das heute früh bei Eifer des Gefechts verpasst. Madame ist super anhänglich. Sie heißt übrigens Amaya. Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Die zweite wird Luna heißen. Nicht wegen Sailor Moon, sondern wir mögen Namen, die auf A enden. Unsere Töchter, falls wir mal welche haben, werden auch auf A enden. Weitestgehend. Wir haben einen Nicht-A-Namen. Ist egal. Wir hätten hier auf jeden Fall Amaya, eine Silber-Tabby. Da ist sie. Sehr fotogen, die Katze. Und die Luna wird eine Colorpoint sein. Also die ist dann cremefarben und das Schwänzchen, die Pfoten, das Gesicht und die Öhrchen werden dann braun sein. Ich glaube Chocolate Colorpoint heißt das dann.
So, hallo, hallo, hallo. Die Katze ist gerade ausnahmsweise nicht zu sehen. Wir haben mittlerweile schon Donnerstag. Das mit dem Vloggen und dem Lesen klappt suboptimal. Beziehungsweise ich mache etwa 1000 Bilder und Videoaufnahmen von der Katze. Aber die ist halt auch in fast jeder Position niedlich. Außer wenn sie mir nachts, da ist sie, nachts an den Füßen rumkaut. Jo, wir haben jetzt Donnerstagmorgen um 9. Ich habe meinen Männer wieder rausgeschmissen. Irgendwer muss ja die Gartenarbeit machen und wir wollen die Katze nicht ganz so lang allein lassen. Stimmt's, Mautimaut? Wir waren gestern schon den halben Tag in Leipzig, weil wir noch ein paar Dinge zu erledigen hatten. Und waren gespannt, aber sah gut aus. Ja, was kann ich berichten? Ich habe tatsächlich ein bisschen gelesen. Lesen gestaltet sich aktuell schwierig, weil die Katze entweder auf mir drauf sitzt oder spielen möchte mit mir. Ich bin aktuell die Hauptkatzenmama und mein Männle ist zuständig für sämtliche andere Arbeiten. Nicht wahr? Ja, erziehen tun wir beide. Auch damit haben wir mehr als genug zu tun. Aber das ist ja auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, das passt jetzt sehr gut, dass ich Sommerferien habe und dass ich zu Hause bin und dass ich mich halt auch um die Miezekatze kümmern kann, damit sie nicht so viel alleine ist, vor allem solange Luna noch nicht da ist. Und B, um ihr auch ein paar Regeln näher zu bringen. Zum Beispiel, wir haben ja extra ungiftige Pflanzen, also unsere giftigen Pflanzen durch ungiftige ersetzt. Aber trotzdem soll sie da nicht so viel rumkauen. Wir haben extra zwei Sorten Katzengras. Eins haben wir selbst gezogen und eins haben wir gekauft. Beide nimmt sie sehr gut an. Es gibt also sozusagen keinen Grund, aber manche Dinge sind ja trotzdem attraktiv. Und außerdem ist das Tier wahnsinnig neugierig. Sie sitzt jetzt wieder auf meinem Lesesessel. Ich habe euch schon vor 10 Minuten eine Aufnahme davon abgefilmt. Da war sie allerdings in Spiellaune. Kann ich euch ja mit reinschneiden. Ja, ansonsten läuft gut. Also sie klebt mir wirklich ein bisschen am Popo. Sobald ich den Raum vorlasse, läuft sie mir hinterher. Und die erste Nacht hat sie an meinem Bauch geschlafen. So lange, bis sie sich dann halt gestreckt hat und mir an die Brust getatzt hat. Die zweite Nacht, da habe ich auf dem Rücken geschlafen, da hat sie hier geschlafen. Und jetzt die dritte Nacht, da habe ich auf der Seite geschlafen, da hat sie auf meinem Kopf geschlafen. Naja. Wenn sie ein bisschen schwerer wird, sieht das anders aus. Es ist auf jeden Fall zuckersüß. Gelesen habe ich. Ich hatte euch ja, ich glaube, die erste Aufnahme gemacht mit diesem Büchlein: Katzen würden Mäuse kaufen, wie die Futterindustrie unsere Tiere krank macht. Ist total erschreckend. Wie viel Müll in Katzen- und Hundefutter ist. Es geht hier um diese Großkonzerne. Und es ist, muss ich glaube ich mal eine gesonderte Rezension drüber machen und da mal ein bisschen drüber sprechen und mir noch drei Notizen machen, weil ich viele Begrifflichkeiten schon wieder vergessen habe. Aber es geht ja nicht nur darum, dass in dem Futter Lockmittelstoffe drin sind und verschiedene Aromastoffe und Geschmacksverstärker ist ja fast schon das falsche Wort. Es sind ja eher Stoffe, die verdecken sollen, das Zeug, was das Tier eigentlich nicht essen würde, damit es dann isst. Ne? Und ganz viele Sachen. Aber auch, wie viel Industriemüll in das Futter so reinkommt. Bis hin zu Industrie, Fette und Öle und Pestizide und lauter solche Dinge. Nun ja. So, wir haben vorher auch recherchiert, also mein Spatze hat gleich 5 Katzenbücher gekauft. Ich hätte jetzt nicht so viel gebraucht, weil ich hatte schon mal eine Katze. Die ist 19 Jahre alt geworden und ist dann gestorben vor einigen Jahren. Und das war aber quasi noch, also ich konnte sie nicht mit in die WG nehmen und dementsprechend, als ich zu Hause ausgezogen bin, ist es dann die Mama-Katze geworden und ist dann witzigerweise aber bei mir gestorben, weil Mutti im Urlaub war und die Katze abgegeben hat. Die war aber schon total ausgemagert, abgemagert und sie hatte dann so eine Art Gehirnschlag, also die ist umgekippt und hat aber noch gelebt und es war alles ganz, ganz traurig und wir wollten sie dann zum Einschläfern schaffen und im Auto ist sie dann auf meinem Schoß gestorben. Das, ja, genau. Und jetzt haben wir erstmal wieder eine Mietz und wir sind gespannt. Also sie heißt Amaya, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und die zweite Mietz heißt dann Luna.
Und jetzt spielt sie gerade mit ihrem Schwanz. Es ist ein bisschen ablenkend. Ich komme zurzeit zu nichts. So, auf jeden Fall, wir haben ein Futtermittel gefunden, was getreidefrei ist, was zuckerfrei ist und wo sehr viel, ich sag mal, Fleisch drin ist. So 100% nachprüfen kann man das nicht, wie viel davon tatsächlich Fleisch ist und wie viel einfach nur irgendwelche tierischen Nebenerzeugnisse. Und auch bei proteinreichem Futter ist es so, dass teilweise auch Sojaproteine reingemacht werden können. Das muss man teilweise nicht extra kennzeichnen. Und Soja führt nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier zu hormonellen Problemen und hast du nicht gesehen. Es ist ein weites Feld. Achso, und ich bin jetzt auf Seite 202. Ich glaube, als ich euch das aufgenommen hatte, hatte ich die Seitenzahl gefilmt, weil die Katze gerade geschlafen hatte und ich da nicht so viel quatschen wollte. Ich glaube, ich habe 50 Seiten gelesen von. Die Aufnahme stammte von Dienstagmorgen, also innerhalb von 2 Tagen. Und das ging ganz gut, weil ich konnte es so in einer Hand lesen und mit der anderen Hand die Katze streicheln oder die Katze hat auf meinem Arm geschlafen, das macht sie auch sehr gerne. Der Werwolf aus den Fiebersümpfen von Gänsehaut und ja, war wieder sehr cool, wieder dasselbe Schema X. Robert Lowenstein schreibt ja mehr oder weniger immer dasselbe, aber die Geschichten sind gut. Wir haben wieder eine Familie mit 2 Kindern, die sind wieder umgezogen. Und ja, meistens ist es so, dass einer von beiden einen Spitznamen hat, den er nicht mag und meistens das Geschwisterkind irgendwie blöd ist und es ist immer dasselbe, es ist wirklich dasselbe Schema, was für mich mittlerweile einen gewissen Nervfaktor hat. Aber die Story war super gut. Wir sind nämlich wirklich in einer Sumpflandschaft. Die Eltern sind Wissenschaftler und haben so eine Art Sumpfrehe. Und nachts heult immer ein Werwolf und treibt sein Unwesen. Und ja, es soll auf eine bestimmte Spur gelenkt werden, beziehungsweise es gibt 2 mögliche Werwölfe. Das eine, ja, nee, will ich nicht verraten. Es war dann auf jeden Fall, der Werwolf war genau derjenige, den ich vermutet hatte. War gut. Also wenn man es erstmal weiß, dass Robert Lowenstein meistens zum Schluss nochmal so einen Überraschungsspringteufel hat, dann kann man das sozusagen schon ein bisschen sensen. Aber hat mir wieder super Spaß gemacht und hat 4 bis 5 Sterne bekommen. Also 4, weil sein Schema X hat manchmal so ein bisschen einen Nervfaktor für mich, aber war eine super gute Geschichte. Autsch, das ist mein Knie. Nimm deine Krallen aus meinem Knie. Kleine Zuckermaus. So, das war es tatsächlich schon. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen King lesen, beziehungsweise Hörbuch hören, weil meine Leserunde, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon vorbei ist. Ich werde ständig abgelenkt. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. So, wie gesagt, Donnerstagmorgen, jetzt ist es 9.15 Uhr. Und ich habe ein bisschen was zu tun, nämlich ich habe mir für jede Woche eine Art Wochenaufgabe gesetzt oder teilweise mehrere. Und diese Woche steht an Admin-Kram, sprich E-Mails lesen, sortieren, löschen, beantworten und Schreibkram sortieren, wegwerfen, einheften. Eigentlich muss ich noch meine Ordner neu strukturieren. Ich habe ja letztes Jahr mein Arbeitszimmer decluttert im Sommer und hatte ich euch auch gezeigt. Ich hatte euch nie das Endergebnis gezeigt, aber das ist jetzt wurscht. Ich hatte da viele Einzelvideos und habe viele Ordner aussortiert und dezimiert. Allerdings habe ich jetzt einige Ordner mitgebracht, die noch in der Schule waren. Und durch die Katzenumstrukturierung sind 3 Ordner, die bei meinem Spatze standen, jetzt auch bei mir gelandet. Darum will ich mich kümmern. Und jo, war sonst noch irgendwas? Ich guck mal mein schlaues Büchlein. Ich habe mir aufgeschrieben, Eingewöhnung, Katze, E-Mails, Bürokram, Datensichern. Oh, Datensichern. Ja, so, Katzeneingewöhnung läuft hauptsächlich. Und ja, wir haben viel zu tun heute und morgen. Vor allem, da am Samstag, Sonntag, am Wochenende ist Pokémon Go Sommerfest. Und das wird uns sicherlich ziemlich vereinnahmen. Sowas ist halt nur einmal im Jahr und ganz groß angekündigt und lange Vorarbeit und hast du nicht gesehen. Wir freuen uns schon drauf, obwohl wir diese Woche halt auch nicht so groß zum Rausgehen und Pokémon Go spielen gekommen sind, weil A ist ja irgendwo noch der Garten. Also wenn man rausgeht, muss man sich dann überlegen, geht man spazieren mit dem Handy oder geht man in den Garten und was von beiden ist sinnvoller. Und jetzt ist ja hier ein Stubentiger oder Staubtiger.
Wir haben unter allen Kommoden ordentlich sauber gemacht. Was wir nicht beachtet haben, ist teilweise, dass oben an den Kommoden sich irgendwie Staub gesammelt hat. Aber die Wohnung ist wahnsinnig sauber. Wir finden es echt gut. Jo, ich zeige euch mal kurz meinen Schreibtisch, wie er aktuell aussieht. Und dann mache ich mich erstmal ans Werk. Die Katze schläft, das finde ich schon mal ganz gut. Weil ansonsten turnst du mir immer auf den Schreibtisch rum und ich habe entschieden, die Katze kommt nicht auf den Schreibtisch, aber man muss sie halt jedes Mal runtersetzen und Nein sagen und mittlerweile, nach 2 Tagen, hat sie das schon gemerkt. Also gewisse Regeln hat sie schon verstanden. Genau, und ansonsten habe ich mein One-Treat für die Sommerferien erstellt. Habe ich euch auch abgefilmt. Ich denke, das schneide ich euch ja sicherlich auch rein. Sieht jetzt so aus. Und also ich habe euch den Malprozess abgefilmt. Ich habe euch noch nicht die Bücher abgefilmt. Das muss ich irgendwann mal noch machen, wenn ich Zeit habe und wenn ich vielleicht auch gewaschene Haare habe. Bis später. So, ihr Lieben, es ist Sonntagmorgen, kurz nach 9 und ich habe meine To-Do-Liste für die erste Ferienwoche abgeschlossen. Ich habe mir immer so kleinere Tasks vorgenommen, damit ich mir nicht immer die Wochen so zuknalle. Und ja, der Schreibtisch ist aufgeräumt. Ich habe, mein Müll ist voll. Ich habe bergeweise Papier weggehauen, was einfach nicht mehr relevant ist. Arbeiten von Schülern, die die Schule gewechselt haben, die abgebrochen haben und was man alles halt bis Schuljahresende aufhebt. Ich bin meinen Schulordner schon mal grob durchgegangen, obwohl das eigentlich für die, ich glaube, für die 6. Ferienwoche ansteht. Ich habe noch ein bisschen was drumherum gemacht, aber das Wichtigste ist, ich habe heute Morgen noch meine Daten gesichert, was ich leider nicht oft genug mache. Und ich bin da eigentlich ein gebranntes Kind, weil ich habe einmal einen Laptop verloren, der nicht mehr zu retten war. Und ich habe einmal, irgendwie hat sich mein Laptop geschrottet mit irgendwas. Und da habe ich ein halbes Schuljahr an Daten verloren. Ich drucke zwar mein Schulmaterial immer aus, also ich habe es quasi noch physisch, nee, doch physisch. Aber wenn man halt nicht immer dieselben Kopiervorlagen verwenden möchte, sondern die vielleicht auch mal updaten will und so weiter und so fort, dann muss man halt manche Texte dann doch nochmal abschreiben oder einscannen und umkonvertieren. Und es ist jede Menge Arbeit, wenn man nicht regelmäßig sichert. Und das habe ich jetzt erstmal gemacht. Sämtliches Videomaterial, meine Geschichten, an denen ich gerade schreibe und mein Schulkram ist gesichert. Und dementsprechend kann ich in die nächste Woche starten. Ich habe diese Woche ein Buch beendet, nämlich dieses hier, Katzen würden Mäuse kaufen. Und ist wirklich extrem interessant. Also hier geht es nicht nur, also weil Katzen würden Whiskas kaufen, ne? Hier geht es nicht nur ums Katzenfutter, sondern allgemein, also hauptsächlich Katzen- und Hundefutter, weil damit kann man, glaube ich, am meisten Geld machen. Aber hier wird natürlich auch ein bisschen angesprochen, allgemein auch Rinderfutter, Hühnerfutter, Fischfutter und was da alles für Perversitäten betrieben werden, um Geld zu sparen. Zum Beispiel es ist ja für die Kuh gesünder, wenn sie auf die Weide geht oder wenn man ihr wenigstens Gras und Heu, also Heu und Stroh für Heu füttert. Das kann man der Kuh natürlich auch so geben, auch wenn sie im Stall eingesperrt ist. Allerdings ist es billiger, Mais zu füttern, vor allem, weil das die Tiere schneller fett macht. Das macht die Tiere aber krank und gerade die Maisfütterung sorgt zum Beispiel dafür, dass E. coli-Bakterien abgehärtet werden, die ansonsten sich zersetzen würden, beziehungsweise die, die halt überleben, die sind nicht abgehärtet und die würden, wenn wir sie zu uns nehmen, von unserer Magensäure zerstört, aber durch den Mais werden die abgehärtet, so wie wir mit wie unsere Bakterien, wenn wir ständig Antibiotika futtern. Und ja, wir bekommen dann quasi abgehärtete E. coli-Bakterien und dementsprechend sterben zum Beispiel immer wieder Menschen daran. Genauso wie das.
dass man mit Bakterien und Erdgas Futter herstellt oder was war es noch, dass man Industriefette und Öle benutzt, um das den Tieren zuzusetzen. Und die Tiere würden das so gar nicht essen, weswegen es ständig mit Geschmacksaroma-Lockstoffen versetzt werden muss, damit die Tiere das fressen. Und auch ganz viele Perversitäten und auch ganz, ganz viele Krankheiten, die hier aufkommen, und es ist eigentlich total traurig. So, und ich hoffe tatsächlich, dass wir das richtige Katzenfutter gefunden haben. Zumindest steht auf unseren Dosen drauf, ohne Soja. Ja, Soja ist auch ganz, ganz schlecht für die Hormone, für den Hormonhaushalt. Ohne Soja, ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Geschmacksaroma-Lockstoffe. Man kann nur hoffen, dass es auch stimmt, weil manches muss nämlich, müssen die Hersteller nicht angeben. Und yay! Yay! Ja, so, also es ist eine sehr komplexe und auch sehr traurige Geschichte, wie viel Profit da mit dem armen Tier gemacht wird. Und naja, das kann ich nur empfehlen, das Büchlein. Und der Hans-Ulrich Grimm, der hat noch ganz andere Stories geschrieben. Ich glaube, zur Fleischlüge, Zuckerlüge und da hatte ich mal im Internet recherchiert. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch in der Infobox. Also da wollen wir uns nach und nach noch ein paar Bücher anschaffen und da ein bisschen reinlesen. Ist auch ganz extrem viele, viele Seiten an an Quellenmaterial und wo man hin und wieder auch mal noch reinschauen kann. Äußerst cool. Das war's für die erste Ferienwoche von mir. Wir machen heute noch ein bisschen Pokémon Go Fest, wobei es regnet. Mal gucken, wie viel noch bei rauskommt. Die Katze schläft hier neben mir in diesem Hängeregal. Dort. Und damit würde ich auch den Blog beenden mit der Karte.